Heute ist Montag, also Rallye-Tag. Wenn wir schon keine Stimulus-Hoffnung haben oder keine Impfstoff-Hoffnung, dann haben wir halt beiden Hoffnung, denn es ist so, dass nun klar zu sein scheint, so berichten es zumindest Medien in den USA, nochmal ein kleiner Unterschied zu offiziellen Verlautbarungen. Jedenfalls ist es nun offenkundig klar, dass Joe Biden diese Wahl gewonnen hat und damit ist sozusagen die letzte Unsicherheit raus. Okay, wird es doch noch irgendwie knapp, ja oder nein? Und diese Themen, die sich in der letzten Woche aufgespult haben, die drehen sich heute weiter, nämlich die Ansage, die Erwartung, dass der republikanische oder dass der Senat republikanisch bleibt. Dadurch wird es keine Steueranhebungen geben, dadurch wird es keine strengeren Regularien geben, vor allem für die Tech-Konzerne, und das ist doch die beste aller Welten. Also laufen wir nach oben. Eines muss man allerdings sagen, vor allem wenn man mittelfristig orientiert ist, was wir hier sehen, ist natürlich zunächst mal eine Party, die wirklich die Früchte jetzt schon verfrühstückt, die auf dem Tisch liegen. Denn wenn es so ist, dass der Senat republikanisch ist, dann wird das bedeuten, dass wir eine schwache Regierung sehen werden, die wenig durchsetzen kann, die wenig Reformen machen kann, die wenig wirklich erreicht. Und das bedeutet, dass die Wirtschaft, die ja eigentlich jetzt in den USA Unterstützung bräuchte, die eine mutige Politik bräuchte, dass die vor sich hin darben wird, zumindest solange Corona ein so zentrales Thema ist. Und das bedeutet, dass diese schwache Wirtschaft dann auch auf die Unternehmen ausstrahlen wird, früher oder später. Das heißt, das, was man jetzt feiert, nämlich diesen Gridlock, diese Pattsituation letztendlich zwischen dem Präsidenten und dem Abgeordnetenhaus, demokratisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite den republikanisch dominierten Senat, das wird noch eine Riesenbelastung für die Aktienmärkte in 2021 spätestens. Und dann werden wir sehen, dass diese Party vielleicht ein bisschen früh ist. Aber die Partys fallen, wie sie eben fallen. Und wir schauen uns mal an, wie derzeit die Lage ist. Wir sehen hier The Donald natürlich ein bisschen wütend und jetzt offenkundig wieder im Kampfmodus, nachdem er erstmal Golf spielen gewesen ist. Offenkundig plant man jetzt Kampagnen, eine Art Kampagnenrallye durch die USA, wo man sagt, ja, das mit der Wahl, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Da sind zum Beispiel Tote, deren Stimmen eingegangen sind, etc. etc. Also das wird jetzt das nächste Thema. Er versucht erstmal sozusagen jetzt eine Unterstützung zu bekommen in der Bevölkerung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch von Geldgebern, denn Donald hat ein Geldproblem jetzt langsam, zumindest die Trump-Kampagne hat ein Geldproblem, dementsprechend muss hier Geld aufgenommen werden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt manche offenkundig im Umfeld von Donald Trump sagen, ja gib auf, aber andere sagen, Mensch, du musst weitermachen, diese Wahl ist gefälscht, zu denen gehören Jared Kushner, Giuliani, die sagen, mache weiter, während andere, zum Beispiel Mark Meadows, der Chief of Staff im Weißen Haus, sagt, ja, gib doch auf, vielleicht besser. Mark Meadows ja jetzt auch mit Corona befallen. Und das ist eben jetzt sozusagen dieser Punkt, was wird aus dieser ganzen Trump-Geschichte, wird sich das totlaufen, wird da das Ganze irgendwie still und heimlich dann auslaufen, weil letztendlich Donald Trump keine Chance hat. Was werden die Anhänger tun von Donald Trump? Werden die sich so verhalten wie bisher, dass sie sozusagen einfach diese Niederlage zumindest mit der Wut im Bauch, aber nicht mit aktiven Taten eben hinnehmen? Das ist die große Frage, die sich jetzt stellt aus meiner Sicht. Das sind die politischen Risiken, die Bürgerkriegsszenario-Risiken, in Anführungszeichen, die natürlich im Raum stehen. Wenn es da bewaffnete Auseinandersetzungen gibt, dann dürften auch die Aktienmärkte sehr schnell reagieren. Was wir hier sehen, ist eine Wettsituation bei Predicted. Wie schaut es denn aus? Wie wird der Senat aussehen? Denn nach wie vor ist es so, die Republikaner haben 50 Sitze fest, die Demokraten 48 Sitze fest. Zwei dieser Senatoren werden noch in Georgia in einer Stichwahl ermittelt zwischen Republikanern und Demokraten. Jetzt ist es wahrscheinlicher, dass die Republikaner das schaffen, dass sie zumindest einen dieser Sitze dann gewinnen, womit sie die Mehrheit im Senat hätten. Denn wenn jetzt die Demokraten beide Sitze gewinnen würden, dann wäre das Verhältnis 50 zu 50 und dann würde die Vizepräsidentin, nämlich Kamala Harris, praktisch das Zünglein an der Waage sein. Also noch ist nicht wirklich völlig klar, ob es diese Situation gibt, dass wirklich die Republikaner den Senat behalten, aber es ist eben doch sehr, sehr wahrscheinlich. Schauen wir uns mal an, was in dieser Wahl eigentlich das Thema war und warum diese US-Gesellschaft so gespalten ist, weil ihre
gesamte Philosophie, ihre gesamte Weltanschauung komplett auseinanderdriftet. Für die beiden Anhänger war Ungleichheit der ethnischen Gruppen ein zentrales Thema, war vor allem das Coronavirus ein zentrales Thema, für die Trump-Anhänger praktisch überhaupt nicht. Da war das Thema Wirtschaft, Kriminalität und Sicherheit ganz wichtig etc. Also hier sehen wir, das sind zwei verschiedene Gesellschaften, die hier miteinander leben, so oder so. Es ist eben die eine Hälfte, die vielleicht eine knappe weniger ist, gegen Joe Biden und die minimal größere Hälfte, derzeit etwa 74 Millionen Stimmen, 75 zu 71 Millionen Stimmen in Sachen Biden zu Trump. Das wird nicht so schnell vorbei sein. Das wird also noch eine unruhige Zeit, die da vor uns liegt. Hier Chinas Mouthpiece, wie man sagt, also Chinas Sprachrohr, Hu Qixin, Chefredakteur der Global Times, der sagt, ja, also Trump hat offenkundig China als seine größte Aufgabe gesehen, die Bekämpfung von China, ist aber dann letztendlich am Coronavirus gescheitert, könnte man vielleicht sagen, denn sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump diese Wahl gewonnen hätte, wenn diese ganze Corona-Geschichte nicht gewesen wäre, die Wirtschaft nach wie vor gebrummt hätte, das hätte dann reichen können. Wie geht es jetzt hier weiter? Wann sind die nächsten Termine? Wir haben jetzt eben am 8. Dezember, jetzt die offizielle Deadline, dann muss klar sein, wer welchen Bundesstaat gewonnen hat. Bis zum 8. Dezember könnte es also dauern, bis wir wirklich so ganz offiziell wissen, was dann passiert ist. Dann am 14. Dezember, dann werden sich die Wahlmänner treffen und wählen. Und es ist zwar absolut Usus und war eigentlich immer so, dass die Wahlmänner das umsetzen, was die Wähler in diesen verschiedenen Bundesstaaten gemacht und gesagt haben und getan haben, gewählt haben. Aber es ist eben nicht sicher, es ist nicht Gesetz oder in irgendeiner Form. Das ist also noch eine kleine Unbekannte. Und wir haben dann letztendlich am 20. Januar hier diesen Inauguration Day, also den neuen Präsidenten. Am 5. Januar ist diese Nachwahl in Georgia, wo es um diese zwei Senatssitze geht. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil es eben für die Märkte wichtig ist. Haben viele auf YouTube zum Beispiel kommentiert, ja, ein bisschen viel Politik, aber die Seite, die ich mitgegründet habe, die heißt Finanzmarktwelt. Es geht also um die Finanzmärkte und um die Welt, denn die Welt, die spielt eben in die Finanzmärkte extrem mit rein, die kann ich nicht rauslassen und das reine Auf und Ab von Kursen zu kommentieren, ist ja auch eine eher bescheidene Aufgabe, die jedenfalls nicht so wirklich spannend ist, sondern es geht doch um die Wechselwirkungen zwischen Politik, Wirtschaft, Finanzmärkten, was die Welt im Innersten sozusagen zusammenhält. Das ist das, was interessant ist. Und da ist eben derzeit im Mindesten die Situation sehr politisch und deswegen spreche ich viel Politik, Zum Beispiel über Mitch McConnell, den Senatsführer der Republikaner oder den Führer der Republikaner im Senat. Der hat sich am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten angeschaut und hat gesehen, oh, Arbeitslosenquote nur 6,9%, deutlich gefallen. Brauchen wir weniger Stimulus? Hat er hier dann nochmal gesagt, ja, dann können wir vielleicht ein kleines Paketchen verabschieden. Und das ist sozusagen jetzt die Kehrseite dieser bisher so goldenen Medaille, die die Märkte spielen. Das, was sozusagen eigentlich ein entscheidendes Thema war, Stimulus, das ist sehr, sehr runtergefahren, wenn es denn überhaupt kommt. Und das ist sozusagen etwas, was, denke ich, noch nicht so wirklich berücksichtigt wurde in den Aktienmärkten. Wir sehen auch, dass hier das Weiße Haus, vom Weißen Haus von Donald Trump wird nichts mehr kommen. Der wird jetzt keinen Stimulusvorschlag mehr machen, könnte auch diese Geschichte mit einem Veto blockieren. Und McConnell, wie gesagt, ein Skinny Package könnte vielleicht kommen, ein ganz kleines Paket. Und das ist sozusagen das, was eigentlich ja die Hoffnung war, bei einem demokratischen Sieg für die Aktienmärkte, dass eben dann dieser große Stimulus kommt und jetzt kommt, wenn überhaupt, ein kleiner Stimulus, das wird dann noch erfolgreich verdrängt. Vor allem von den Tech-Werten, die eben jetzt hussieren, hurra, hurra, keine Regulierung. Wir sehen jetzt den Nasdaq mit 9,1% in der letzten Woche, einer der stärksten Wochen, glaube ich, die vierte oder fünftstärkste Woche in den letzten Jahrzehnten. Man hat so das Gefühl, wie Sven Henrik hier beschreibt, dass sozusagen das Coronavirus mutiert sei und jetzt bestimmte Symptomatiken zeigt, zum Beispiel, dass die Leute Future-Kontrakte kaufen, denn wir haben im asiatischen Handel ein Gap-Up gesehen, ein erneutes Gap gesehen, das fünfte jetzt in letzter Zeit. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir auf die Märkte blicken? Hier sehen wir den Leitindex S&P 500. Die meisten gehen jetzt davon aus, dass wir eben, weil die Sache eigentlich doch ziemlich gut gelaufen ist jetzt mit diesem gespaltenen Kongress letztendlich und einer Biden-Regierung, die nicht das umsetzen kann, was sozusagen negativ für die Märkte wäre, dass der S&P 500 ein neues Allzeithoch erreicht. Wir sind ja kurz davor, 20 Pünktchen in etwa.
Und hier über die 4000er Marke steigt, das ist die bullische Version, die negative Version wäre, dass wir hier praktisch so ein Triple Top ausbilden über der 3500er Marke und dann nach unten gehen in Richtung 3000. Daran glauben die wenigsten, meine Damen und Herren. Und sie sollten es natürlich auch nicht, denn die Welt ist immer bullisch und Aktien steigen immer, wie wir wissen, schon immer historisch. Schauen Sie sich eine Aktie an, die nicht gestiegen ist, Sie werden keine finden, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Aktien auf jeden Fall steigen. Das sind die FAANG-Aktien, die alleine in der letzten Woche 700 Milliarden an Marktkapitalisierung gewonnen haben. Größter Anstieg dieser Aktien in den letzten 5 Jahren. Hier sehen wir den Nasdaq 100 in den Charts von Capital.com, wie ich hier nochmal betonen möchte, und sehen, dass wir hier auch ganz knapp vor einem Allzeithoch sind. Da ist es sozusagen zumindest jetzt auf Future-Basis fast schon so weit. Wir sehen diesen Monsteranstieg, die beste aller Welten wird eingepreist. Kurzfristig sind wir allerdings ein wenig überhitzt, wenn man es mal so sagen kann. Wir sehen hier verschiedene Parameter. Hier zum Beispiel New York Advanced Decline, also die Aktien, die steigen in Relation zu den Aktien, die fallen, sehen wir, dass wir da schon Extremwerte erreicht haben, dass wir praktisch in allen Parametern jetzt schon extrem überkauft sind. Gilt zum Beispiel auch jetzt für den Abstand von der 200-Tages-Linie, da sind wir jetzt schon weit über 11% von dieser 200-Tages-Linie entfernt und so in diesen Zonen 11, 12, 13, 14%, da rappelt es dann meistens, da werden dann Gewinne mitgenommen, da ist einfach der Anstieg zu steil, die ganze Geschichte zu extrem gelaufen. Gleichwohl sagte JP Morgan, ja, Präsident Trump hat hier noch nicht aufgegeben, aber unser Team, das sich mit Aktien beschäftigt, sagt ja, die Märkte sollten weiter steigen, weil sie praktisch, weil die Investoren jetzt weiter Geld in die Märkte pumpen. Kann gut sein, möglich ist, dass wir noch ein neues Allzeithoch sehen, allerdings ist die Lage jetzt schon extremst überkauft, extrem angespannt, Rücksetzer sind da einzukalkulieren. Die Frage ist, wann werden diese letztendlich negativen Faktoren berücksichtigt, wie Stimulus, weniger Stimulus, wie die möglichen Unsicherheiten jetzt noch über das, was Donald Trump und die Seinen veranstalten und eben die Aussicht, dass wir einen schwachen Präsidenten haben, dem praktisch die Hände gebunden sind, solange der Senat republikanisch ist und dann letztendlich die US-Wirtschaft und die USA nicht das bekommen, was sie bräuchten, nämlich jetzt Handlungen, Taten. Das allerdings dürfte dann eben auch letztendlich den Unternehmen schaden und was den Unternehmen schadet, das schadet früher oder später auch den Aktienmärkten. Das ist die Schlage der Dinge, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und ciao.